Hallo, da ist wieder Markus und heute ganz schlicht, kurz, einfach das Thema Erstkauf. Und wenn es euch interessiert, dann schaut es nach an. So, das Thema Erstkauf. Und ein paar werden das schon mitgekriegt haben. Das ist, wie soll ich sagen, Mercedes hat einen Patentstreit jetzt verloren vor ein paar Tagen. Und in diesem Patentstreit ist es halt um das Erstkaufsystem gegangen. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein Nackenwärmer, Nackenheizung, so irgendwas. Ne? Also es bläst halt warm aufs Knack. So, und ich finde das halt sehr lustig, weil das Erstkauf ist mit dem ersten SLK präsentiert worden. Keine Ahnung, das war glaube ich 96 oder so irgendwas. Und das ist 10 Jahre her. Und nach 10 Jahren ist man dann auf einmal lustigerweise drauf gekommen, dass Mercedes eine Patentverletzung macht. Obwohl lustigerweise auf Wikipedia steht, dass das Patent für den Nackenwärmer bei Mercedes liegt. Jo, irgendwie schaut mir das Ganze ein bisschen nach Gewinnmaximierung aus. Ne? Sie haben geschaut, ob das System am Markt ankommt und dann haben wir halt geklagt. Und also das kann mir auch keiner erzählen, dass das 10 Jahre lang sonst dauert hätte, ne? So, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und natürlich, jetzt ist das geschmeidig, weil jetzt sind dementsprechend viele Autos schon verkauft worden mit dem System. Und ja, mir wird anständig die Kasse klingeln. Ne? Und ich finde es halt sehr lustig, dass, wie soll ich sagen, ich kann mich dann nur auf Informationen von Wikipedia stützen. Mercedes hat ein Patent für das gekriegt. Ne? So, und jetzt haben sie einen Patentstreit verloren. So, für mich heißt das ja eigentlich, dass das Patentamt nicht genau nachgeschaut hat, wer die Rechte wirklich inne hat. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr lustig. Ich meine, es gibt ja auch bei Peugeot und Audi und so weiter, gibt es so ähnliche Systeme, die halt ein bisschen anders heißen. Und ja, jetzt wird darüber halt philosophiert, ob die auch davon betroffen sind. Ne? Schauen wir mal. Aber heutzutage ist es scheinbar wichtiger, Rechtssicherheit zu haben, als irgendwas Vernünftiges, Innovatives auf den Markt zu werfen. Und ja, ich verstehe nicht, warum man sich da nicht einfach einigen kann. Ja, dann drückt man halt ein paar Millionen ab. Und das tut so ein Konzern nicht richtig weh. Dafür verwendet man das nachher und dann ist das Thema erledigt. Aber will halt scheinbar nicht sein. Ne? Daher, jeder, der sich ein Mercedes Cabrio mit Erstkauf bestellt hat und das noch nicht zahlt hat, wird länger drauf warten. Ja, ist halt einfach so. Ja, weiß ich nicht. Wird nicht bei so vielen Zusehern der Fall sein. Jo, auf jeden Fall, das ist meine Meinung zu dem wunderbar lustigen Thema. Ciao, bis zum nächsten Mal.